Herzlich willkommen zurück zu Barbossa in Skyforge. Nein, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben das Tutorial ja jetzt fast fertig anscheinend. Jetzt habe ich da die Nachricht bekommen, ich soll wieder zu der netten Frau, die was uns alles erklärt. Ja, hier sind jetzt schon wirklich die ersten richtigen Spieler, die was hier herumlaufen. Ich weiß zwar nicht, welche Level die haben oder welches Level da angezeigt ist. Auf jeden Fall scheint da einiges los zu sein. Und dann würde ich sagen, laufen wir gleich mal weiter und schauen uns mal an, was jetzt passiert. So, jetzt muss ich was auswählen. Na, schon cool gemacht. Hey. Überspringen. Ne, wir schauen uns das mal an. Ich sehe es auch zum ersten Mal. Ladebildschirm. Okay, der Ladebildschirm, das geht eigentlich. Also man wechselt ja doch das komplette Gebiet. Wenn danach keine Ladenzeiten mehr sind, ist das eine feine Sache. Aber das kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Dafür spiele ich es zu kurz. Oh, sieht das geil aus. Naja, das sind schon viele... Oh, verschiedenste Ausrüstungen schon. Ich schaue mir immer gern Rüstungen von anderen Leuten an. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Spiel jetzt schon raus ist. Ich glaube, ein, zwei Wochen ist jetzt schon diese Beta-Phase. Aber jetzt reden wir mal mit ihr. Excellent choice. Each combat school is more than just a set of skills. It is a special path, a philosophy. It is time for you to learn about the mission of Aelion's gods. Come closer to the model of the planet. Okay. Listen. Do you hear that? Millions of voices are calling to us for help, begging us to save them. Here in the observatory. Their prayers reach our ears. We are gods, but not almighty. But it is in our power to save lives, eliminate threats, and offer hope. Go. Aelion is waiting for you. Echt cool gemacht. Okay, ich soll wieder F drücken. Meine Belohnung ist ein bisschen interessant. Okay, kommt wieder was dazu. Dann nehmen wir das. Jetzt haben wir da unten schon 4000 stehen. Wo soll ich jetzt hin? Ja, okay, zum Planeten. Kann ich hier auch was machen? Boah, das sieht schon echt impulsant aus. Ja, das ist schon... Boah, cool. Echt cool gemacht, das Ganze. Gefällt mir echt sehr gut. Aber jetzt müssen wir mal schauen, wo es uns hintreibt. Wir sind ja Götter verbinden. Oh, ist das geil gemacht. Ja, kann aus auf der Karte bestehen. Okay. Wo soll ich hin? Okay, da sehen wir göttliche Ohren. Okay. Da. Na, wenn wir da hin sollen, Sieg, wenn der blubla mitmachen. Okay. Wir machen jetzt irgendwie mit. Ich habe jetzt keine Ahnung, was uns erwartet. Oder sind das alles so kleine Gruppen-Dungeons? Das wäre eigentlich auch eine coole Sache. Oder ist es eine komplett offene Welt? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es dann nicht mehr großartig verfolgt. Auf dich in der Nähe. Was soll ich jetzt machen? Auslöschen oder wird besiege dich. Okay. Ah, okay, da ist der Speer. Oh, finally, huh? I thought I'd have to spend the night here. It looks like birds have been here for a while. They're all over the place like flies on a dunghill. No doubt the attacks on the neighboring towns must have come from here. Remember the news from Ionor? You ask me, it's gotta be their doing. Okay. You need to get to the heart of the island and eliminate their carrion leader. Birds obey this ugly creature. With him gone, they'll flee to their burrows. An impossible task for mortals, but not for you. You can use the map to view your current position. Check the map whenever needed. Okay. Aha. Okay, hier müssen wir... Okay. Okay, und hier kommen wir wieder zurück. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das jetzt genau abläuft. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Wir
Was? Zu wenig Wasser hatte ich jetzt? Boah, mit E macht man so einen richtigen Finishing Move. Das war ja geil. Na, schauen wir mal weiter. Macht im Moment auf jeden Fall Spaß. Ich mache mal mein Schild sicherheitshalber an. Ja, guten Tag. Gestarten Paladin. Okay, ich hätte jetzt... Boah, ist schon geil gemacht. Gefällt mir echt gut. So, nehmen. Ich habe wieder was bekommen. Okay, das soll ich umtreten. Was? Drücke P. Meine Güte. Paladin. Ja. Drücke P. Klicke das Ringfeld. Wo ist denn der Ring überhaupt? Ja, ich habe das jetzt schon gelesen. Fertigkeiten. Ist klar. Charakter. Ah, ist das schön, oder muss ich... Ah, so geht das. Plus 6. Glück plus 3. Legen wir einfach mal an. Oha, ich werde schon wieder angegriffen. Okay, wenn ich einen finnischen Move mache, kriege ich zumindest keinen Schaden. Ist auch gut zu wissen. Na dann, was sollen wir denn jetzt eigentlich genau machen? Aber ich weiß es gar nicht. Machen wir mal diesen hier. Ja, brutzel, brutzel. Ah, den haben wir ja auch geschafft. Packen wir wieder ein, was wir hier gefunden haben. Okay, soll ich das auch wieder umdrehen? Hier ist die Ritual. Ah, okay, ich soll die Kerzen auslöschen. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen härterer Gegner. Ah, da warten wir aber am besten auch nicht lange. Machen wir den auch mal weg. Ah, okay, jetzt kriegen wir schon Hilfe von so einem Typen. Kann ich das auch nehmen? Was ist denn das? Keine Ahnung. Okay, haben wir auch geschafft. Okay, hier kommen immer wieder Gegner. Was ist das hier? Müssen wir den wegmachen oder was? Ich weiß es nicht. Zack, 80%. Ah, okay, man hauen wir nochmal drauf. Ja, man muss noch ein bisschen das Spiel verstehen, aber wenn wir das dann wissen alles, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Oha, der steckt aber gut ein. Machen wir am besten gleich mal so weg. Ah, wir haben wieder etwas eingepackt. Da ist irgendein grünes Zeichen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das sein soll, aber wir gehen da mal hin. Ja, machen wir die auch mal ratzefatze weg. Also man geht in so Gebiete, rettet die Gegner und so. Also halt, man tötet die Gegner. Also so wie ich es bis jetzt so einigermaßen verstanden habe. Sollte man das ja auch wegmachen. So, 100%. Aha, F für die Belohnung. Neue Fertigkeit, okay. Was habe ich jetzt? 1. Ich muss hier mal kurz weg. Kommen wir mit der Gegner nach. Ich stelle mich am besten mal hier hin. Zur K. Nicht genug Funken. Ich habe auf jeden Fall jetzt irgendwas auf 1 bekommen. Ah, ist so ein Sturmangriff. Okay, ja, ja, ja. Ah, da steckt schon ein bisschen mehr ein. Oh ja, da steckt richtig ein. Ich glaube, es ist so ein kleiner Boss. Ah, das sollte man aber auch gleich haben. Vielleicht kommt noch gleich das E. Ja, jetzt kann ich ihn wegmachen. Ah, Beute bekommen, 70. Was muss ich hier machen? Zerstören. Okay, haben wir gemacht. Muss ich auch was zerstören? Ich sehe auch gar nicht so, vernichte. Ich soll lauter Sachen kaputt machen. Ja, machen wir das auch mal weg. 50%, hier ist auch wieder so einer. Machen wir das auch noch weg, die Höhle. Helfen wir dem mal kurz,
den netten Typen von nebenan. Ah, nehmen wir das auch mit. Ist hier noch irgendwo eine Höhle? Ich muss noch eine Höhle zerstören. Ah, da ist noch eine. Sehr gut. Ja, man kann so ein bisschen vorjumpen. Mal das auch mal weg. Peng. Drücke F für Belohnung. Ah, jetzt läuft's, jetzt läuft's. So, Auslöschung der Wirts. Okay, 2. Vernichte die Aasfresser. Sind das Aasfresser? Ah, okay. Die sollen wir eh alle machen. Dann machen wir das doch kurzerhand. Wir sind ja schon die vollen Profis. Wir wissen ja schon, was wir tun. Ne, aber macht Spaß. Also, ja, man muss jetzt natürlich noch ein bisschen schauen, wie das jetzt weiter läuft. Habe ich das jetzt fertig? Vernichtet die Aasfresser 50%. Dann müssen wir die auch noch mitnehmen hier. Weiß gar nicht, wie viel Prozent kriege ich dafür ein. Ah, den haben wir weg. Ah, ich bin noch ein bisschen zu langsam mit den Tasten hier, da ich da die Kombos mache. Wenn man 66%, oha, das dauert aber. Das dauert, aber das gehen wir jetzt noch locker flockig hin. Machen wir da mal keine Sorgen. Ja, den haben wir weg. Machen wir den auch noch schnell, zicke zacke. Heiß. Ah, okay, so macht man das dann. Aber man muss sich so ein bisschen rantasten. Dann haben wir den nächsten Aasfresser, holen wir uns die auch gleich. Ah, ich glaube, das Ganze wird noch ein bisschen schwerer und ein bisschen komplexer. Kann man nicht noch mehr essen. Naja, so nicht, mein Freund. Für dich gibt es nichts mehr. Naschi Naschi heute. Wieder ein bisschen Kohle gefunden. Ah, drücke F, ja. Quest ist wieder fertig. Da ist ein größeren, lassen wir mal außen vor. Was müssen wir jetzt machen? Wo waren das da? 100 Meter. Was beseitige die? Ah, okay, das haben wir noch nicht gemacht. Dann nehmen wir das noch mit natürlich, wenn wir die auch noch machen müssen. Ah, ich bin echt noch ein bisschen zu langsam für diese Spezialfähigkeiten. Aber das gehe ich noch hin. 93, das sollten eigentlich die letzten jetzt sein. Ah, genau. Machen wir den da weg hier. Tschüss. Batz, weg damit. Den letzten machen wir noch mit Finisher. Hetz. Ah, schon geil gemacht. Gefällt mir gut. So, wieder eine Belohnung. 10 Funken der Zerstörung, Credits, drücke K, ja. Sonderteil. Okay, jetzt müssen wir dorthin. Dann machen wir das mal. Dann warten wir natürlich nicht lange, nehmen das natürlich auch gleich mit. Okay, warum jetzt hier groß der Name steht, habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Oh, der sieht ja nett aus. Dann machen wir den gleich mal hier. Ah, ja, läuft. Bleib doch stehen, mein Freund, bleib doch stehen. Ah, bisschen muss man da noch ein bisschen drauf pölzen. Pölzen. Ah, jetzt hat's geklappt mit meinem Special. Ja, ich werde sicher noch Fähigkeiten, sie hat ihn einfach zuerst angegriffen. Er ist immer... Ah, jetzt kriegen wir ihn aber. Was das? Ich glaube ja. F Belohnung. Versteck 1. Irgendwas habe ich auch bekommen. Gehe ich zum Speer. Na, haben wir auch schon erledigt. Ist ja cool gelaufen. Okay, die lassen wir auch wieder außen vor. Natürlich könnte ich jetzt schon skillen, aber ich schaue mir das dann in Ruhe an. Nicht, dass ich da noch ein paar Fehler mache. Bin jetzt gespannt, was unser Speer erzählt. Ich glaube, wir haben dieses Gebiet gereinigt, oder? Ich drück mal M. Ja. Die Quest ist durch.
Ah, ich finde es aber angenehm gemacht, dass man da nicht so Ewigkeiten für etwas braucht. Aber ich glaube, da werden sicher noch ein paar harte Nüsse kommen. Das ist die erste Insel. Oh, die Grafik sieht aber schon geil aus. Ne? Das sieht echt geil aus. Thanks for your help. The birds are no longer a threat to any of the neighboring towns. We'll destroy every single one of their nasty burrows. Das klingt doch gut. Okay, ich habe wieder was bekommen. Bedrohung beseitigt. Okay, wieder F für Belohnung. Okay, 7 so Kristalle. Ich habe keine Ahnung, was mit den Kristallen machen. Drücke die Taste B und klicke doppelt auf das Symbol der Waffensets. Okay. Stab des Lichts. Schwert des, der Gerechtigkeit. Ich nehme einfach mal alles mit. So, ah, jetzt habe ich ein neues Schwert. Ah, okay, oder? Inventar. So. Charakter. Ist klar. Skill. Ah, zurücksetzen kostet mich 5 von dem. Gewöhnliche Haltung. Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, da werden wir uns noch ein bisschen... Ah, da ist es. Ausrüstung. Ah, jetzt haben wir es. Schwert, Schwert der Gerechtigkeit. Okay, ich habe schon ausgerüstet. Einen Ring habe ich dazu bekommen. Okay, das ist noch alles blockiert. Ah, okay. Ich kann ja jederzeit die Klasse verändern. Aber ich bleibe Paladin, also haben die anderen die Gegenstände auch bekommen. Ist nett gemacht. Man muss sich nur was erstellen. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal. Wir gehen es hier einfach mal durch. Weil wir haben ja hier alles erledigt. Ich soll wieder zurück. Wahrscheinlich geht es dann weiter. Also teleportieren. Meine Güte, meine Güte. Ja, das ist immer, wenn man neu ein Spiel spielt. Man kennt sich halt einfach noch zu wenig aus. Aber eigentlich, wenn ich lese mich da noch ein bisschen rein und in der nächsten Episode werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr erklären können. Das kriegen wir schon alles gebacken und hin. Belohnung fürs Einloggen. Tag 1. Ach du Heilige, was kriege ich denn hier alles? Ja, nehmen wir einfach mal an. 20.000 Credits. Na, wahrscheinlich kann man hier sicher noch einiges machen. Wie gesagt, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Und ich freue mich schon wieder auf euch, wenn ihr einschaltet. Ich werde mich jetzt ein bisschen reinfuchsen, werde vielleicht schon ein, zwei nächsten Gespräche machen. Und dann, oder wir machen hier umstehende erste Kampfmissionen. Da haben wir noch 3 Punkte vor uns. Vielleicht schließen wir das auch noch schön gemeinsam ab und dann in der offenen Welt. Wie gesagt, Crogane wird wahrscheinlich auch mitzocken die Tage. Ich weiß noch nicht. Ich werde ihm das jetzt erstmal berichten, wie das Spiel aussieht. Und es macht ja auch Spaß. Also mir macht es im Moment auf jeden Fall Spaß. Und dann mal sehen, was uns noch weiter so erwartet. Haut rein, viel Spaß. Ich beim selber spielen vielleicht. Und vielleicht, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal.